In den Krabbenburger kommen Krabben, deswegen heißt es Krabbenburger. Es ist ganz offensichtlich. Hey Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Malternativ endlich mal wieder und ich freue mich so krass drauf, denn es geht um SpongeBob. Die Wahrheit über SpongeBob. Deswegen bin ich gerade so hyped über dieses Video. Ja, ich freue mich. Ich habe Malternativ schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und gebe dem Video noch einen Daumen nach oben. Wir kommen direkt zum Video. Let's go. Alles klar, Kinder? Nein, Captain! Geht das nicht lauter? Nein, bitte nicht. Oh, wer wohnt in der Ananas? Ganz tiefe Meer. Warum würde ein Küchenschwamm in der Ananas wohnen? Ich wollte mitsingen. Das hat sich vermutlich auch schon Angela Merkel vor 30 Jahren gefragt. Hört mir auf mit euren alten Theorien, Alter. Darüber haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Und ja, SpongeBob ist eine weirde Kinderserie, bei der man sich als Erwachsener doch irgendwann mal Fragen stellt. Warum ist eine Schnecke das Haustier von einem Schwamm? Warum miauen Schnecken? Warum Ben nicht? Warum arbeitet der Schwamm in einem Fastfood-Restaurant, wenn man das in einem Ananas ein Haus ist? Wer ist Smitty Birdman Jaggerman Jensen? War wirklich die Nummer 1. Stimmt. Und warum steht auf seinem Grat nur Smitty Birdman Jensen? Und ja, das sind alles berechtigte Fragen, aber es ist am Ende halt einfach nur ein Cartoon. Das eben ist normal. Tod! Das ist doch lustig. Da lernen die Kinder was. Oh Gott, ich habe das erst jetzt guck an, realisiert. Die Verschwindenburg. Warte mal, das Nick-Logo war doch auch ein Luftschiff. Haben die einfach ihren eigenen Sender gesprengt? What the hell? Aber ich bin, wie gesagt, nicht hier, stimmt, um über die offensichtlich weirden Sachen zu reden. Ne? Schieb den Gedanken mal schön zur Seite. Das ist irgendwie nur eine Kinderserie. Damit kannst du alles erklären. Eigentlich. Aber ihr habt den Titel gelesen, euch am Thumbnail ergötzt. Und ihr könnt euch trotzdem gar nicht vorstellen, wie tief der Marianengraben der SpongeBob-Theorien wirklich ist. Und den gehen wir heute auf den Meeresgrund. Die haben da letztens bei The Way eine Plastiktüte von Frozen gefunden. 11 Kilometer unter Meer, ne? So tief kann auch nur Disney mit ihrem Müll sinken. Da lag ja kein Kids Choice Award unten rum, ne? Denk mal drüber nach. Und ja, ich habe auch immer gedacht, ja, bla bla, SpongeBob-Theorien, die sind alle Müll. Die Charaktere sind irgendwie Drogenkonsumenten. Es was? Ist ein Cartoon. Wirkliche Fische sind eigentlich Roboter. Es ist ein Cartoon. Die Serie ist nur eine Doku innerhalb einer Serie und SpongeBob und Co. werden 24/7 überwacht. Ein Cartoon. SpongeBobs Eltern sind eigentlich er selbst, weil er sich durch Knospung fortpflanzt. Was? Aber jetzt mal ernsthaft, woher kommen die Bewohner von Bikini Bottom wirklich? Was haben die Charaktere mit den 7 Todsünden zu tun? Und am wichtigsten, ach so, was ist die Geheimzutat vom Krabbenburger? Das kenne ich mit den ich Sünden. Und glaubt mir, das werden düstere Geschichten. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der tauchende Theorie-Mann aus dem Internet. Ja, heute Intro an der Stelle der Timeline, I guess. Whatever. Ich war mal wieder viel zu lang auf Reddit unterwegs und boah, Reddit, oh ganz Gott, schlimm. SpongeBob-Foren sind so eine abgefuckte Welt, da wollt ihr nicht ohne Begleitung rein. Ist wie das KitKat in Berlin. Also, nehmt meine Hand, schreibt mir mal in die Kommentare, was in den perfekten Krabbenburger wirklich kommt und lasst auf dem Tauchgang dann Krabben meinen Daumen noch. In den Krabbenburger kommen Krabben, deswegen heißt es Krabbenburger. Es ist ganz offensichtlich. Oberfläche da. Ich hab mir Folgen, über Folgen SpongeBob reingesogen und das ist mindestens ein Abo mit Taucherglocke wert, ihr Landeier. Fangen wir für den Anfang mal ganz sachte an. Kennt ihr vielleicht? Theorie 1. Die Atompilz-Theorie. Was? Atombombe. Hä? Atomare Zerstörung. Ja, die vielleicht verbreitetste Theorie. SpongeBob und Co. sind das Ergebnis von radioaktiver Strahlung. Und wenn man sich die Fakten anschaut, dann ergibt das irgendwie ein bisschen Sinn. Bikini Bottom liegt auch laut der SpongeBob-Creator am Grund des Bikini-Atolls. Damit kann ja jetzt keiner was anfangen. Auf so einem Geogesser-Ort, den keiner gäst. Das Bikini-Atoll, da wo die USA in den Jahren 1946 bis 1958 feuchtfröhlich ein paar grüne Böller gezündet haben. Und doch, das hatten wir in der Schule. Für Fortnite! Und wenn ich sage ein paar, dann meine ich insgesamt 67. Und wir wissen alle, was Strahlung mit Lebewesen anstellt. Supermutanten Godzilla, Atommüll, Karens im Supermarkt, sprengender Schwamm. Aber damit nicht genug. Über die Serie hinweg haben uns die Autoren verschiedene Hinweise versteckt, die offensichtlich bestätigen, dass SpongeBob nur eine kranke Mutationsknospe ist. Was sind das für Bilder? Liest die Leute auf Reddit. Ich finde die Bilder manchmal so verstörend. Was war das gerade, Leute? Aber es ist tatsächlich irgendwie auch richtig spannend. Hinweis Nummer 1. Die Fische können nicht nur reden, sondern auch Instrumente spielen. Warum? Atomare Strahlung. Chopin war einfach ein Strahlenopfer, jetzt wisst ihr es. Hinweis Nummer 2. Fast jede Explosion in SpongeBob sieht aus wie ein Atompilz. Das stimmt. Das stimmt. Und es gibt auch diese Real-Life-Aufnahmen innerhalb der Serie. Und spooky enough zeigen die halt einfach wirklich die echte Baker-Nuklearbombe, die größte Atombombe, die im Bikini-Atoll gezündet wurde. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, ja, wir haben uns als Kinder einfach Archivmaterial von einer explodierenden Atombombe angeguckt. Selbst ohne mysteriös. Ja, aber das hat man damals nicht realisiert. Man hat es einfach angeschaut, als Kind weiß man eh nichts darüber, deswegen... Diese Theorie dahinter ist es irgendwie echt nicht in Ordnung. Ja... Diese atomare Fantheorie ist also irgendwie hausgemacht und auch ein bisschen canon. Aus den Atomexperimenten haben die US-Forscher damals immerhin viele Schlüsse zu unmittelbar auftretenden, stark konzentrierten radioaktiven Niederschlag sammeln können. Mit anderen Worten, Mr. Truman.
Der Ureinwohner schmilzt. Denn ja, auf den Inseln im Testgebiet haben bis 1946 auch wirklich Leute gewohnt. Die Amis aber in ihren Atomhype aber so. Oh ja, die Inseln sind am weitesten von regulären Flug- und Schifffahrtsrouten entfernt. Ballern! Also hat man die... Ignorieren wir die ganzen Einwohner auf dieser Insel, die dort seit Ewigkeiten leben. Es ist egal, ne? Wir müssen unsere Wissenschaft irgendwie vorantreiben und so weiter. Die Menschen, ne? What the heck? Die Einwohner einfach auf eine andere Insel geschifft, wo sie danach ein paar Wochen absolute Mangelversorgung durchlitten und anfingen zu verhungern. SpongeBob! 1968 sollten die Bewohner dann eigentlich wieder zurückkehren dürfen, aber all die in Physik 2 Sekunden aufgepasst haben, wissen, Strahlung hält halt länger als 10 Jahre. 1972 hat man immer noch radioaktive Rückstände in den Meerestieren gefunden. 1975 stellte sich raus, dass das Trinkwasser und die Früchte der Insel immer noch radioaktiv verseucht waren. Und 1978 hat man nochmal alle aus dem betroffenen Gebiet evakuiert. Atom! Bis heute kann man da nicht wohnen und ob das in der Zukunft geht, kann uns nur der magische Meeresspiegel sagen. Nein! Und siehe da, SpongeBob's Mushroom Kingdom war geboren. Aber Wracktauchen kann man da echt super. Immerhin! Robert Mark Lehmann, rein! Aber es gibt noch einen dritten Hinweis, der die Atomtheorie untermauert. Rock Bottom, der Nachbarort von Bikini Bottom, ne, in dem SpongeBob in einer... Ja, es ist dort wohl so gesprochen wurde. Ich habe diese Folge geliebt. Rande der mit der 90-Grad-Straße und den super gruseligen Bewohnern in einem Krater. Wo sind wir eigentlich hier? Rock Bottom. Jetzt frage ich euch, was hinterlässt einen tiefen Krater? Richtig, eine Bombe! Und tatsächlich, den Krater der Baker-Bombe sieht man auch heute noch. Und das ist irgendwie echt ein bisschen unheimlich, ne? Kinderserie, Loch im Meer, Aber das Loch ist nie realisiert. Nur 8 Meter tief. Das ist jetzt nicht so Rock Bottom, ne, dass mich das beeindruckt. Da kannst du maximal Cobblestone Farm, Endstone bauen eine Weile. Und so richtig Sinn ergibt das alles auch nicht, weil Strahlung! Radioaktive Verstrahlung sorgt nicht dafür, dass du auf einmal coole Supermutanten und leuchtende Gude durch die Straßen rennen siehst, sondern dass du vermutlich an der Strahlenkrankheit stirbst. Yay. Die Crewmitglieder vom japanischen Fischkutter Glücklicher Drache 5 haben das selbst erlebt. Was mit Glücklicher Drache 1 bis 4 passiert? Jesus. Wie glücklich waren die? Waren alle unglücklich. Die waren nebenan, als die Bravo-Bombe gezündet wurde. Das Schiff kann man sich heute noch anschauen. Die Leute nicht. Oh mein Gott. Big Time Rush. Wisst ihr, wie lange ich das nicht mehr gehört habe? Dieses Aber durch den Vorfall wurde Godzilla inspiriert. The more you know. Leute sind Godzilla auch so toll. SpongeBob! Und zu der Rock Bottom Kratersache, habt ihr euch mal Tiefseefische in der echten Welt angeguckt? Da sehen die Charaktere aus SpongeBob nochmal richtig normal und freundlich aus. Rock Bottom ist einfach nur normale Tiefsee in nett. Und was wäre der Theorie nach mit Sandy? Wie sollen Eichhörnchen verstrahlt werden? Das habe ich mich auch mal gefragt. Auf einer Insel, in einem Atoll, auf einer Palme oder was? Oder ist das so wie in London, so eine invasive Art? Eichhörnchen sind so süß. Guckt euch mal dieses kleine süße Gesicht an. Wie kann man so süß sein? Ich kann einfach nicht. Aschhörnchen, die den süßen roten OG-Eichhörnchen alles wegfressen und die totbeißen, ne? Und um den Gedanken mal wieder zurückzuholen, das ist eine Kinderserie. Was glaubt ihr, was realistischer ist? Theorie A, Bikini Bottom ist ein cool klingender Name und man hat die Anspielung auf das Bikini-Atoll einfach nur so gemacht? Oder Theorie B, SpongeBob und Co. sind an durch Atomwaffen-Tests mutierte Meereskreaturen? Schwierige Frage. Ich weiß, SpongeBob soll ein Seeschwamm sein. Schon ein bisschen auffällig. Küchenschwamm. Aber habt ihr euch mal echte Seeschwämme angeschaut? Selbst durch atomare Verstrahlung werden die nicht plötzlich rechtwinklig. Barrel sponges grow to epic proportions, getting larger than a person. Hä? Der hat ja gar keine Hose an. Real-Life-Schwämme sind auch einfach die Shishas der Meere. Deswegen heißen die auch Wasserpfeife. Nein, heißen die nicht. Aber das Coolste, was man so über Schwämme sagen kann, es gibt einen Riesenschwamm irgendwo, der geschätzt 10.000 Jahre alt und damit vielleicht... Leute, ich habe gerade so eine weirde Theorie und vielleicht, ich weiß nicht, was ihr dazu sagen werdet, aber schreibt es in die Kommentare. Es kann ja sein, dass SpongeBob quasi Abfall ist, weil er ist ja ein Küchenschwamm und Küchenschwämme werden ja auch weggeschmissen. Und deswegen ist er in einer Ananas, weil die Ananas auch, die ist ja ausgelöffelt, auch Abfall war. Wisst ihr, was ich meine? Weil das älteste Lebewesen direkt nach der Queen ist. Krass, ne? Die atomare Verstrahlung können wir also als interessant, aber maximal unwahrscheinlich abhaken. Dafür gibt es aber noch eine andere Theorie, was uns die Autoren mit den Charakteren wirklich sagen wollten. SpongeBob und Co. stellen alle eine der 7 Todsünden dar. Die 7 Todsünden, ne? Gier, Völlerei, Faulheit, Neid, Stolz, Hass und Fortnite. Gary steht dabei für Völlerei, ne? Der frisst in manchen Episoden sogar seinen Napf auf. Patrick liegt den ganzen Tag nur rum, geht nicht arbeiten und lebt auf Kosten anderer. Der muss Faulheit symbolisieren. Plankton ist die Darstellung von Neid, ne? Deswegen ist er auch grün. Mr. Krabs verkörpert offensichtlich Gier. Das fand ich auch so lustig. Glasklar zu erkennen. Hass und Sandy ist was für eine Todsünde? Eine kluge Frau?
Bleibt also noch Lust über? Ne, ihr denkt vermutlich jetzt an SpongeBob, aber hat falsch gedacht. Laut einer Version der Todsünden-Theorie ist das Perla, weil SpongeBobs Liebe für alles einfach nur Positivität darstellen soll und deshalb keine Todsünde sein kann. Aber ernsthaft? Perla! Pff, ihr Schweine! Pass. Aber ganz ehrlich, für die Theorie reicht ein Abschluss in der Krabbelgruppe. Das sind ja einfach irgendwelche gängigen Charaktereigenschaften, die du überall finden kannst. Gebt mir 5 Minuten und ich erkläre euch, dass alle Hunde von Paw Patrol Helfer auf 4 Pfoten die Verkörperung der 7 Todsünden und die 4 Reiter der Apokalypse sind. Und das ist ein Cast aus 18 Hunden. Aber die beste Theorie haben wir uns natürlich für den Schluss aufgehoben. Was ist denn jetzt die Geheimzutat für den Krabben? Krabben? Nein. Die Entdeckung der Geheimzutat geht auf den Krieg mit Mr. Krabs Gräueltaten in diesem um. Und ja, es gibt offiziellen Krieg in der Welt von SpongeBob. In der Folge, das Ausbildungsvideo, wird der Hopplerfisch einfach durch den Steinwurf vom Sprecher getötet. Hoppla! Und in der gesamten Episode erklärt der Erzähler einfach, dass Mr. Krabs nach dem Krieg in eine schwere Depression verfallen ist und es da erst wieder rausgeschafft hat, nachdem er die krosse Krabbe eröffnet hat. Wie das jetzt mit der Geheimzutat der Krabbenburger-Formel zusammenhängt? Ja, eben, frage ich mich gerade. Mr. Krabs Depression. Perla ist angeblich die Tochter von Mr. Krabs, aber wie soll das funktionieren? Ja, hat Mr. Krabs den Pottwal? Smash! In der gesamten Serie gibt es nur Kinder und Eltern derselben Art. SpongeBobs Eltern, auch wenn die es so ja überhaupt nicht geben sollte, sind ja auch Schwämme. Kleine Fische haben große Fischeltern und so weiter. Da gibt es keinen Krebs, der eine Wal als Kind hat. Neben diesen Familien aus bewussten Meerestieren gibt es in SpongeBobs Welt aber auch noch normale Meerestiere. Wie zum Beispiel in der 11. Folge der 10. Staffel. In der Episode verwandelt Neptuns Mond alle Einwohner Bikini Bottoms in ihre ursprüngliche tierische Version zurück, in welche sie dann die normalen Proportionen annehmen und einfach gegeneinander kämpfen. Und auch Perla bekommt hier eine normale Walgröße. Irgendwie ist das andere Moment, in verstörend. Dem wir einen normalen Wal sehen können, ist in der Folge, in der SpongeBob und Patrick Mr. Krabs Haus neu streichen sollen. Schaut euch mal das Bild an. Der Wal auf dem Bild ist viel größer als das Schiff. Das verbunden mit der Tatsache, dass Mr. Krabs immer wieder davon träumt, dass er einen riesigen Dollar namens Mommy Dollar fängt, kann nur eins bedeuten. Der Krieg, in dem Mr. Krabs gekämpft hat, fand zwischen den bewussten Bewohnern Bikini Bottoms und den normalen Tieren statt. In diesem Krieg hat Mr. Krabs Pearls Mutter mit einer Harpune getötet. Und die hängt bei dem noch rum. Aber die hatte eine Tochter. Und weil er von den Schuldgefühlen so geplagt wurde, hat er Perla kurzerhand adoptiert und konnte seine Trauer nur in der Arbeit in der krossen Krabbe ertränken. Aber jetzt zum schwimmenden Punkt. Was ist das Geheimrezept der Krabbenburger? Nichts anderes als das Fleisch von Perlas toter Mutter. Nur deshalb träumt die Kapitalkrabbe davon, dass er einen riesigen Dollarschein angelt. Das ist seine Art, alles, was er getan hat, irgendwie zu verarbeiten. Und das ist gar nicht so weit hergeholt. Tote Wale ernähren tausende Organismen für eine lange Zeit in der echten Welt. Die Reaktion von Wissenschaftlern, die so einen Fund machen, ist einfach anderes Gold. Ich habe noch nie jemanden so wholesome fragen gehört, ob jemand knochenfressende Würmer sehen kann. Bone-eating worms? Einfach schön, aber auch echt dark. Oh Gott. Also zusammengefasst. Die Geheimzutat der Krabbenburger ist Perlas Mutter. Ja, oder nein. Auch nicht. Die Theorie macht ja ein bisschen Spaß und ist irgendwie auch irgendwie ein bisschen nice, oder? Aber zum Glück haben die Autoren der Serie ich weiß geklärt, nicht, finde ich nicht nice. Kein Fleisch enthalten ist und nur Plankton-Totenfisch verkauft. Jetzt ergibt aber der Name von Planktons Restaurant Chumbucket doch Sinn. Chum ist ein spezieller Köder für Raubfische, bestehend aus blutigen Stücken Fischfleisch, Knochen oder Garn. Also danke, SpongeBob Writer, das macht's wirklich viel besser und weniger schlimm. Aber vielleicht, hoffentlich, ist es am Ende dann doch einfach nur eine lustige Serie für Kinder. Oder eine Serie für niemanden. Hier gibt es mehr Kinderserien. Ich fand das so gruselig. Ich fand das mit den Spinnen immer so gruselig als Kind. Das mit dem, ihr habt das ja gerade selbst gesehen. Oh, boah, nee. Aber gut, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abonniert.